Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei eHajo. Ich kriege regelmäßig von irgendwelchen Firmen Sachen zugeschickt. In dem Fall hat mir die Firma Renpo, spiegelt ein bisschen, ist aus Glas, eine Körperfettwaage zugeschickt, weil sie dachten, ich kann ein wundervolles Produktvideo davon machen. Ich werde eins machen und zwar so, wie wir es immer machen. Also nur, dass einmal das auch ganz klar gesagt ist, Link von dem Teil in der Videobeschreibung unten. Ich tut definitiv mir keine Produkte schicken lassen, wo ich denke, boah geil, das kann ich mega gut bei Amazon über meinen Advertise-Link verkaufen, weil ich kriege da so 3-4% von Amazon, wenn jetzt jemand diese Waage über den Link unten kaufen würde. Aber ich mache das ja nicht, weil ich denke, ich verdiene einen Haufen Geld damit, sondern weil ich einfach mir Produkte bestelle oder schicken lasse, die ich einfach cool finde. Das Mikrofon zum Beispiel finde ich einfach praktisch. Wenn es nichts getaugt hätte, hätte ich es weggeworfen. Und bei der Waage ist es genauso. Ich finde die optisch sehr, sehr hübsch. Die hat hier eine Glasplatte oben drauf. Und was mir bei dieser Waage am besten gefällt, warum ich mal die ausgesucht habe, die hat hier hinten einen Micro-USB-Anschluss, denn sie hat einen Lithium-Ionen-Akku drin. Und immer wenn ich ins Bad gehe und mich wiegen will, ist diese CA2032-Batterie von der Waage leer. Und deswegen dachte ich mir, ja, hol mal eine Waage mit einem Akku, weil die wird dann zwar auch leer sein, wenn du sie brauchst, aber dann kann man sie wenigstens mit dem Handyladegerät aufladen, also über Micro-USB. So, das zur Waage, mehr erzähle ich nicht, da hängen irgendwelche Fäden raus. Was macht man mit der Waage? Wir schrauben es auf. Sie hat 4 Wägezellen drin, vermute ich jetzt mal, dass sie hier 4-mal gelagert ist. Sie hat einen Lithium-Ionen-Akku drin, also wird sie irgendeine Ladeschaltung drin haben und sie hat Bluetooth drin. Das Körperfett-Dings, das ist irgendwie mit einer App und dann, also viel zu kompliziert. Ich habe es mal kurz angeschaut und habe es dann wieder ignoriert. Das heißt, wir tun jetzt mal versuchen, ob wir diese Waage aufgeschraubt kriegen. Hier befindet sich irgendwas drunter. Eventuell könnte es eine Schraube sein. Wir kratzen das mal ab. Ne, hier befindet sich keine Schraube drunter. Dann sind die vielleicht hier unter den Gummifüßen, die Schrauben, versteckt. Und wenn nicht, müssen wir es einfach mit brachialer Gewalt öffnen. Da sind wir ja gut drin. Hier sind auch keine Schrauben drin. Wie wird das Ding gehalten? Vermutlich ist es geklebt und danach einfach kaputt. Also hier nochmal kurz das Display, dass man das sieht. Hier sieht man nochmal kurz mich. Hier das Display. So die Waage. Also ja, kalibriert dann irgendwann, wenn sie merkt, dass irgendwas nicht mehr so passen könnte, wie es sein sollte. Vermutlich, wie gesagt, wird das Ding tatsächlich geklebt sein. Ich finger mal hier unten rein. Ich wüsste aber nicht, an welchen Stellen das geklebt wäre. Vielleicht ist sie auch nur irgendwo geklippt. Klingt zumindest so. Ja, die ist hier seitlich geklippt. Den ersten Clip haben wir schon mal vernichtet erfolgreich. So, dann schauen wir mal, was da drunter zum Vorschein kommt. Kabel. Und die hängen da auch dran. Na toll. Jetzt müssen wir hier quasi die Wägezellen entfernen, was ja eh ganz cool ist, weil dann können wir uns die gleich anschauen. Wir müssen uns nur vielleicht irgendwo merken, wo welche Wägezelle war. Ich lasse sie, glaube ich, einfach liegen, damit ich das nicht vergesse. Wahrscheinlich habe ich es beim Hinlegen schon wieder vergessen, wo sie waren. So, 2 Stück raus und dann müsste es ja eigentlich kabeltechnisch eh schon so gut wie reichen, oder? Ah, die haben hier zum Glück genügend Kabel verbaut, mit Klebeband angeklebt, dass man hier entsprechend hinkommt. So, dann schauen wir uns mal den Drucksensor, also die Wägezelle an sich an. Wir haben hier eine klassische Bauform von einer Wägezelle. Im Prinzip eine Ausfräsung oder halt ausgestanzt. Das sieht aus wie ein Stanzteil. Hier auf diesem Punkt in der Mitte wird das Teil runtergedrückt. Und dieses leichte Runterdrücken wird auf der Rückseite mit einem Dehnmessstreifen in der Regel gemessen. Wir haben jetzt hier nur 3 Leitungen hin, das deutet schon mal auf einen günstigeren Dehnmessstreifen. Ich habe hier mal kurz probiert wegzukratzen, ich traue mich einfach nicht, weil wenn es kaputt ist, dann habe ich keine Waage mehr. Aber man kann hier schon so ein bisschen die Dehnmessstreifen, ich kratze es jetzt weg. Also man kann hier schon die Struktur vom Dehnmessstreifen erkennen, sehr schön sogar, finde ich.
diese Mäanderstruktur. Und dieser Dehnmessstreifen, das sind zwei nebeneinander, würde ich mal schätzen. Einmal so ein Feld hier, einmal ein Feld auf der Seite. Idealerweise wäre jetzt auf der Rückseite nochmal ein Dehnmessstreifen, befindet sich hier aber keiner. Und auch nur drei Leiterbeine, also wir haben jetzt hier auch keine Vollbrücke und nichts drin, sondern einfach einen relativ einfachen Aufbau, was aber, weil es ja vier Drucksensoren sind, denke ich mal, im Mittel dann schon wieder okay sein wird von der Genauigkeit her. Und das Ganze wird dann ausgewertet und das schauen wir uns jetzt mal hier an. Auf der Platine selber kommen wir hier unten mit den Wegezellen rein. Ich gehe mal davon aus, dass die Wegezellen alle irgendwie in Serie geschaltet sind, damit sich das Gewicht einfach summiert von den vier Wegezellen. Denn diese Wegezellen gehen dann hier hoch zu diesem Chip. Der ist von der Firma Chipsy, ein CS1237, und zwar ist es ein 24-Bit-ADC mit einem SPI-Interface, extra dafür gemacht für so Themen wie eben Wegezellen. Er hat eine Referenzspannung drauf, die man nutzen kann, um die Wegezelle auszuwerten. Das wäre quasi der Chip, der dann die Umwandlung macht zu analoger Brücke, zu digitaler Welt über SPI hier rüber. Hier drüben haben wir einen schönen Chip, einen QFN, einen kleinen, von der Firma T-Link. Und zwar ist es der TLSR8266, klingt so ähnlich wie ESP, ne? Ist ein 32-Bitter, hat Bluetooth Low Energy drin und Typbezeichnung hinten F512, er hat also auch nochmal 512K Flash mit an Bord. Hier oben noch der Ladechip, allerdings zu klein und irgendwie, um da irgendwie was Vernünftiges davon rauszulesen. Hier befindet sich nichts mehr drunter, der Ladechip lädt dann quasi hier diesen kleinen Lithium-Ionen-Akku, der im Übrigen laut dem, was drauf steht, 200 mAh hat. 200 mAh Lithium-Ionen-Akku hier über diesen Chip geladen. Ja, das war's schon. Noch ein kleiner Druckknopf drauf. Hier hinten befindet sich eine Reset-Taste. Ich habe gerade Reset gedrückt. Stimmt, die hat ja auch Strom, die Platine. Naja, gut. Ich baue es wieder zusammen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Jetzt wissen wir mal, wie das aussieht. Die Platine an sich finde ich mega hübsch. So eine weiße Platine, mal ganz was anderes. Ich finde es ganz schön gelöst von den Bauteilen her. Auch relativ viele Bauteile drauf und so weiter. Zur Waage selber mache ich jetzt keine Informationen. Also ich glaube nicht, dass euch interessiert, wie gut die Waage funktioniert und wie schwer ich bin. Von dem her, vielen Dank fürs Reinschauen. Vielen Dank an die Firma Renpo, dass sie mir dieses Teil zur Verfügung gestellt haben. Und dann mal bis zum nächsten Video in einer Woche am Samstag wieder. Wer nichts verpassen will, Abo reinhauen und so weiter. Bis dann. Ciao.